Bundesinnenminister Seehofer zog heute einen vorläufigen Schlussstrich. Er hat die Rockergruppe Bandidos MC Federation West Central verboten und aufgelöst. Die Motorradgang hat einen denkbar schlechten Ruf. Auf ihr Konto sollen diverse Straftaten gehen. Die Mitglieder gelten als extrem gewalttätig. Vor wenigen Wochen erst waren bei bundesweiten Razzien unter anderem Waffen, Munition, Drogen und größere Mengen Bargeld sichergestellt worden. Geschlossen für die Rocker. Ein Clubhaus der Gruppe Bandidos MC Federation West Central in Duisburg wird von den Beamten versiegelt. Das Schild, das auf die Rocker hinweist, abmontiert. Ab sofort sind die Gruppe und ihre 38 Teilorganisationen, die sogenannten Chapter, verboten. Bundesinnenminister Seehofer zeigt sich zufrieden. Das bislang größte Verbot einer kriminellen Rockergruppe zeigt, dass sich der Rechtsstaat nicht an der Nase herumführen lässt. Die Bandidos wurden laut Bundesinnenministerium 1966 in den USA gegründet. Der sogenannte Weltclub hat mittlerweile Vertretungen in vielen Ländern, seit 1999 auch in Deutschland. Den Clubs geht es offensichtlich nicht bloß ums Motorradfahren, wie sie selbst behaupten. In Hagen laufen beispielsweise gerade mehrere Verfahren gegen Bandidos-Mitglieder, unter anderem wegen versuchten Mordes. Generell wird dem Club eine Nähe zur organisierten Kriminalität vorgeworfen. Anfang Juli fanden Razzien in 5 Bundesländern statt. Bei den folgenden Ermittlungen wurde den Beamten klar, dass der jetzt verbotene Verein weiter existierte, obwohl sie selbst behauptet hatten, sich aufgelöst zu haben. Das heutige Verbot, ein Schlag für die Rocker. Das ganze Vereinsleben ist verboten, das Mitwirkung am Vereinsleben, aber auch die Grundrechtsverwirkung in der Zukunft. Diese Personen dürfen in Zukunft keinen Verein mehr gründen und Teil vom Verein sein. Das ist schon wirklich ein starker Schritt und ein richtiger Schritt vom Bundesinnenminister. Das schwächt die Organisation immens. Nach Schätzungen des Bundeskriminalamts sind etwa 650 der Bandidos in Deutschland von dem Verbot betroffen.